Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie noch einmal zu einer Sendung, bei der ganz im Zentrum die EU-Wahl steht. Hier in Österreich und in 27 weiteren Ländern, respektive in 26 weiteren Ländern. Also in 27 Ländern wird heute gewählt. Und eine ganz zentrale Information könnte es in dieser Sendung geben. Und zwar, dass eine Trendprognose für die Zusammensetzung des neuen EU-Parlaments. Denn das wählen wir in diesen 27 Ländern. Und aus einigen Ländern Europas und nicht den kleinsten liegen zumindest schon Prognosen vor, die uns eine Ahnung davon geben können, ob es zu diesem Rechtsruck kommt, der von vielen Beobachterinnen und Beobachtern erwartet wird. Über diese europäischen Ergebnisse und Entwicklungen werden wir jetzt gleich mit Peter Fritz, der live bei uns im Studio ist, sprechen. Es ist aber auch ein Tag, der natürlich innenpolitisch für Turbulenzen sorgt. Da dreht sich einiges um. Klaus Webhofer aus der ZIB Innenpolitik-Redaktion ist daher bei uns und wir werden den einen oder anderen Aspekt bei dieser Gelegenheit vertiefen können. Nicht zuletzt deshalb, weil wir auch erwarten eine erste Reaktion von ÖVP-Bundesparteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer zu bekommen. Bevor wir aber in die ÖVP-Zentrale schalten und schauen, ob das tatsächlich möglich ist und unser Reporter ihn erwischt hat, rufen wir uns das österreichische Ergebnis dieser EU-Wahl in Erinnerung. Das sieht folgendermaßen aus. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik kommt die Freiheitliche Partei bei einer Bundeswahl auf Platz 1 und erreicht 3 und erreicht, ach, das haben wir da anders noch gereiht, sie kommt auf Platz 1, so viel sei schon verraten und das wissen Sie, auf 27% mit einem Plus von 10 Prozentpunkten. Auf Platz 2 dann die ÖVP mit 23,5 Prozentpunkten, über 10 Prozent Minus und ein Abrutschen auf Platz 2. Da ist noch gar nicht sicher, ob es Platz 2 ist, es könnte auch noch Platz 3 werden, das liegt innerhalb der Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten und die SPÖ ist knapp dahinter bei 23 Punkten, also hier wird sich die Rangfolge erst entscheiden. Die SPÖ erreicht also unter ihrem neuen Bundesparteivorsitzenden bei dieser ersten bundesweiten Wahl wiederum nur ein Minus, wenn auch ein kleines, aber es ist ein Minus und ein besonders schlechtes Ergebnis. Platz 3 für die SPÖ bei dieser Wahl. Gewinner, wie gesagt, die FPÖ. Die Grünen, die sehr dominant mit ihrer Spitzenkandidatin im Wahlkampf und der Berichterstattung vertreten waren, fahren ein Minus von etwas mehr als 3,5 Prozentpunkten ein, kommen aber immerhin noch auf gleich mit den Neos. 10,5 Prozent ist das Ergebnis. Wie eben bei den Neos, nur bei denen steht ein Plus davor, 2,1 Prozent. Nicht ins EU-Parlament schaffen es aller Voraussicht nach, wie gesagt, Schwankungsbreite, die Liste DNA und die KPÖ. Ganz kurzer Blick auf die Mandate. Was heißt das für die einzelnen Parteien? Die FPÖ verdoppelt ihre Mandatsanzahl auf 6, plus 3 kommen dazu. Die ÖVP verliert 2, kommt auf 5, genauso wie die SPÖ, die allerdings ihre Mandatsanzahl behält. Die Grüne werden ein Mandat einbüßen und die Neos gewinnen eines dazu, verdoppeln sich mit einem, ganz kurz, Klaus Webhofer, zu diesem österreichischen Teil der EU-Wahl, der natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von den 27 ist, die wir uns gleich anschauen wollen. Aber bleiben wir einen Gedanken bei diesem Ergebnis. Ganz grob gesagt, was bedeutet das für die Herbstwahlen, die ja ganz im Zentrum der österreichischen Innenpolitik heute stehen? Nun, Europawahl hin oder her, das war eine Standortbestimmung für den Herbst tatsächlich für alle österreichischen Parteien, das kann man so sagen. Die Wählerinnen und Wähler haben auch ein innenpolitisches Zeichen gesetzt, bei den Freiheitlichen wahrscheinlich mehr als bei anderen Parteien. Die Parteichefs und Spitzenkandidaten sind gesetzt, würde ich sagen. Da wird sich nichts mehr ändern für die Wahl. Die Frage ist jetzt, ob nicht gerade ÖVP und SPÖ darüber nachdenken, ob sie ihren Kurs vielleicht adaptieren oder ändern in Hinsicht auf die... Das ist eine interessante Frage, die wir gleich weitergeben werden, denn der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer ist jetzt bei meinem Kollegen Matthias Westhof, den ich in der ÖVP-Zentrale begrüße. Matthias. Ganz genau so ist es. Karl Nehammer, Parteichef und Bundeskanzler, ist soeben eingetroffen und ich möchte gleich die Frage an ihn richten. Ein zweistelliges Minus auf Bundesebene, das hat noch kein ÖVP-Obmann vor Ihnen verantworten müssen. Sehen Sie das auch als Denkzettel für Ihre Regierungsarbeit? Werden Sie Ihren Kurs ändern? Zunächst einmal ist es mir als Bundeskanzler ganz wichtig zu sagen, ein großes Danke an alle, die zur Wahl gegangen sind. Demokratie lebt von Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe ist die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und der Bürger tatsächlich auch teilhaben kann. Und zu Ihrer Frage jetzt, ja, es ist tatsächlich so, das Ergebnis ist überhaupt nicht erfreulich.
Und ich kann auch den Wählerinnen und Wählern versprechen, dass ich die Botschaft verstanden habe. Es gibt eine große Unzufriedenheit, die ist auch heute sichtbar geworden. Der Auftrag an mich lautet, für mich jetzt auch hier klarzumachen, dass wir die Unzufriedenheit der Menschen aufnehmen werden und eben dann in Politik gießen werden. Das, was ich auch sagen möchte, ist, als Bundesparteiobmann der ÖVP ist mir das wichtig. Die Prognosen waren ganz andere. Wir wurden auf Platz 3 sehr oft eingeordnet. Die Funktionärinnen und Funktionäre haben unglaublich viel geleistet. Reinhold Lobatka als Spitzenkandidat hat hier großen Einsatz gezeigt. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für all das, was er da getan hat mit seinem Team. Und es ist gelungen, besser zu sein als die Prognosen. Aber die Botschaft ist verstanden, die Wählerinnen und Wähler sind unzufrieden und wir müssen besser werden. Da hört man schon ein bisschen Selbstkritik durch. Ich möchte es noch gern konkreter machen. Haben Sie beispielsweise mit dem Autogipfel wenige Tage vor der Wahl einfach aufs falsche Thema gesetzt? Hat die ÖVP den falschen Kurs eingeschlagen hier? Das Gegenteil ist der Fall. Das Thema ist richtig. Es muss, glaube ich, noch stärker und intensiver kommuniziert werden. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie auch tatsächlich gehört werden von uns als diejenigen, die in der Spitzenpolitik tätig sind. Sie können sich darauf verlassen. Es ist einfach wichtig, gegen illegale Migration zu kämpfen, gegen Überregulierung zu kämpfen, gegenüber all das, was die Menschen beschwert, auch in unserem Land beschwert, nicht nur auf der europäischen Ebene. Und es ist jetzt die Möglichkeit gegeben worden, jetzt dann in den nächsten Monaten auch zu zeigen, wir sind diejenigen als Volkspartei, diejenigen und ich als Bundeskanzler, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt und bereit ist, für sie einzustehen, zu kämpfen. Aber ich will gestalten und die Gesellschaft nicht spalten. Werden Sie jedenfalls Parteichef bleiben und als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl gehen oder sehen Sie auch eine persönliche Verantwortung? Na, zunächst einmal, Verantwortung ist immer gegeben und das ist das, was ich ja gesagt habe. Ich bin Bundeskanzler dieser Republik, ich bin Bundesparteiobmann der Volkspartei und ich habe die Botschaft der Wählerinnen und Wähler verstanden. Ich stehe hier in Demut vor Ihnen, denn Wahlergebnisse sind immer das stärkste Zeichen in der Demokratie und gleichzeitig ist es der Ansporn und der Anspruch, besser zu werden. Wir haben jetzt noch Wochen vor uns, um die Österreicherinnen und Österreicher zu überzeugen, auch als Volkspartei, als Bundesparteiobmann sage ich das jetzt, dass sie uns den Auftrag geben, das Land zu führen, weil wir gestalten wollen und eben nicht spalten wie andere. Sie rechnen mit keiner Obmann-Debatte, Sie werden Spitzenkandidat. Ich bin Spitzenkandidat. Die ÖVP ist Platz 2, Platz 3 ist ein knappes Rennen noch. Werden Sie den Anspruch auf den EU-Kommissar stellen trotzdem? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Kommissar ist ja nicht Grundlage der EU-Wahlauseinandersetzung, sondern der Kommissar wird in der Regierung beschlossen und die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner laufen. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bundeskanzler, und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Matthias Westhoff, mit diesem Live-Interview mit Bundeskanzler Karl Nehammer, gleichzeitig ÖVP-Parteichef. Und er hat ein Minus von über 10 Prozentpunkten zu verantworten. Wir haben es uns eingangs angeschaut. Die ÖVP fällt auf Platz 2 zurück und das ganz deutlich. Klaus Webhofer, interessant ist doch dieses defensive Auftreten des Bundeskanzlers jetzt. Er sagt, er hat die Botschaft der Wähler verstanden. Gleichzeitig beharrt er darauf, dass die Themen die richtigen waren. Stichwort Verbrennergipfel kurz vor der Wahl und will sie nur noch mehr unter die Leute bringen. Welche Botschaft meint er dann eigentlich, die da verstanden worden sein könnte? Nun, manche Themen waren ja auch tatsächlich die richtigen. Sicherheit und Zuwanderung waren die wichtigen Themen für die Wählerinnen und Wähler. Nur das Problem von der ÖVP und von Nehammer ist, eine andere Partei hat da mehr Erfolg gehabt bei diesen Themen, nämlich die Freiheitliche Partei. Ob das mit dem Verbrennergipfel, mit dem Verbrennermotor so ein gutes Thema war, so erfolgreich sozusagen zu punkten, wage ich mal zu bezweifeln. Für mich ist es offen geblieben, er sagt, er wird die Unzufriedenheit aufnehmen, die in diesem Wahlergebnis sich spiegelt. Er hat nicht gesagt, wie er diese Unzufriedenheit aufnehmen will bis zum Herbst, was sich da in diesen verbleibenden 4 Monaten, und mehr ist es ja nicht, so ändern soll, dass die Leute jetzt plötzlich sozusagen über den Sommer zufriedener werden, als sie es jetzt sind. Ist mir noch nicht ganz klar. Ein kurzer Gedanke auf europäischer Ebene dazu, Peter Fritz. Ist das ein Problem, dass die EVP-Parteien, die im Europäischen Parlament sind, also die Christlich-Sozialen, die Konservativen, die der ÖVP sehr ähnlich sind, die das alle haben, oder ist das ein Problem, das die Regierenden haben? Es ist in erster Linie ein Problem der Regierenden. Also alle, die Regierungsverantwortung tragen, werden mehr oder weniger, ist der Trend, einheitlich in Europa abgestraft. Und das hat man in der Slowakei gesehen, der Regierende nur auf Platz 2. Das sieht man ganz besonders deutlich in Deutschland. Und jetzt zeichnet sich das auch in Frankreich ab. Also die, die in der Regierungsverantwortung stehen, die bekommen
Unzufriedenheit signalisiert. Ich glaube, Unzufriedenheit, auch wie es der Bundeskanzler angesprochen hat, ist ein Hauptthema dieser Wahl. Ich vermute, dass die Unzufriedenen in größeren Scharen zur Wahl gegangen sind und die Zufriedenen zu Hause geblieben sind. Ein Mobilisierungseffekt war da sicher auch dabei. Ein weiterer Akteur der Innenpolitik hat mittlerweile sich zu Wort gemeldet, und zwar Herbert Kickl, der Parteichef der FPÖ, die heute haushoch gewonnen hat und erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik auf Platz 1 zu liegen gekommen ist. Hören wir uns an, wie er auf das Wahlergebnis heute reagiert. Ich bin unglaublich froh. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich möchte fast sagen, ich bin ein wenig gerührt, weil ich es als ein ganz, ganz großes Geschenk interpretiere, einen solchen historischen Erfolg als Parteiobmann der Freiheitlichen Partei erleben zu dürfen. Wenn ihr nur daran denkt, als wir vor 2 oder 3 Jahren einmal laut darüber nachgedacht haben, dass eigentlich viel gescheiter wäre in dieser Republik, wenn die Freiheitlichen die Wahlen gewinnen und die anderen sich hinten anstellen müssen, dann haben wir Spott und Hohn geerntet von den Experten, von den Medien, von den Gegnern sowieso. Aber ich glaube, wir haben eine gemeinsame Einstellung, der Harald und ich. Wenn alle sagen, dass etwas nicht geht, dann sind wir erst recht motiviert und machen es genauso, wie die anderen sagen, dass es nicht funktioniert. Soweit Herbert Kickl in einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis. Klaus Webhofer, gerade Herbert Kickl hat man am Anfang, wie er Parteiobmann der Freiheitlichen Partei geworden ist, nicht zugetraut, auch der Frontmann zu sein, jener, der diese Partei wieder in Höhen bringt, nachdem sie nach Ibiza, nach einem Übergangsobmann, wenn man so will, Hofer, sehr niedrige Wahlerfolge eingefahren hat, dass gerade er sie wieder in lichtere Höhen bringt. Und jetzt dieses Ergebnis, wie ist das zu erklären? Und man hat Herbert Kickl offenbar unterschätzt, weil er hat die Partei jetzt schon seit 1,5 Jahren in den Umfragen stets an erster Stelle. Da hat sich überhaupt nie was geändert. Das ist sozusagen ein Fixum und auch in dieser Europawahl. So gesehen war das irgendwie ein angekündigter Sieg, den er jetzt eingefahren hat. Es war ein großer Erfolg für die Freiheitlichen. Es war jetzt kein Erdrutschsieg. Also es ist aus Sicht der Freiheitlichen vielleicht gar nicht so schlecht, damit sie jetzt dieses Momentum auch in den Herbst rüberbringen. Man hat heute von den anderen Parteien öfters gehört, vielleicht war das jetzt ein Weckruf für die Wählerinnen und Wähler und im Herbst wählen sie dann anders und nicht mehr die Freiheitlichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur das berühmte Pfeifen im Wald ist. Zumindest wird es so jetzt einmal gehofft von den anderen Parteien. Die FPÖ wird jetzt alles dran setzen, genau diesen Schwung, den sie aus dieser Europawahl jetzt sicherlich mitnehmen, auf diese Nationalratswahl Ende September natürlich mit umzusetzen. Danke vorerst. Schauen wir weiter nach Europa, wo es sich schon einige Trends abzeichnen in verschiedenen Ländern. Und dazu begrüße ich unsere Korrespondenten in Budapest, Paris und in Berlin. Beginnen wir gleich, Andreas Pfeiffer, mit Ihnen in Berlin. Da hat es, wie Peter Fritz schon gesagt hat, einen Gegenwind für die Regierenden gegeben. In dem Fall für eine sozusagen Mitte-Links-Regierung der Ampelkoalition. Wie ist dieses Ergebnis zu bewerten? Ja, der Trend nach rechts und auch nach rechts außen lässt sich am vorläufigen Wahlergebnis in Deutschland sehr gut veranschaulichen. Siegreich ist die Union aus CDU und CSU mit fast 30%. Sie verfügt jetzt über das Doppelte an Wählergunst als die drei Ampelparteien, angeführt von Olaf Scholz, die alle drei sehr stark verlieren, am meisten die Grünen mit -8%. Eine gewisse Überraschung stellt der doch sehr deutliche Ruck nach rechts außen dar. Der Erfolg der AfD mit 16% und dies trotz der vielen Skandale, die diese Partei in letzter Zeit heimgesucht haben. Gegen die beiden Spitzenkandidaten gab es ja Vorermittlungen wegen mutmaßlicher Spionage für Russland, womöglich auch für China. Und auch aus der europäischen Fraktion wurde die AfD nach der Verteidigung der Waffen-SS durch Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten, ausgeschlossen. Das hat nichts daran geändert, dass die Wählerschaft trotzdem treu geblieben ist, wie das der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla vorhin sagte. Und Björn Höcke, der vielleicht radikalste Exponent dieser Partei, hat ja mehrfach gesagt, dass diese EU sterben muss.
Das lässt ja für die Arbeit in Brüssel einiges erwarten. Bemerkenswert vielleicht auch noch, aus dem Stand hat Sarah Wagenknecht die Abspaltung von links 6% erreicht, vor allem mit dem Argument, die Waffenhilfe für die Ukraine einzustellen. Das heißt, für die Regierungslinie von Olaf Scholz kommen da ziemlich schwere Zeiten zu. Die Ampelkoalition muss mit einer bitteren Niederlage leben. Danke, Andreas Pfeiffer. Noch deutlicher zeichnet sich dieser Ruck weg von den Regierenden an die extremen Ränder. Wahrscheinlich in Frankreich nach Cornelia Primosch. Dort hat die extreme Rechte ein doppelt so starkes Ergebnis eingefahren wie die Partei des Regierungschefs. Wie das? Ja, sogar noch ein bisschen besser. 32% hat der Rassemblement National erzielt. Ich bin hier in der Wahlzentrale um 20 Uhr, als die Ergebnisse reingekommen sind, ist hier ohrenbetäubender Jubel aufgebrandet. Marine Le Pens Partei hat es geschafft. Sie ist salonfähig geworden. Ganz stark abgeschlagen ist auf Platz 2 die Kandidatin von Emmanuel Macrons Partei, Valérie Ayé, die hat gerade 15% zusammengebracht an Stimmen. In ist vielleicht zu beobachten, dass die Sozialisten, die französischen Sozialisten, die zuletzt wirklich am Boden gelegen sind, die haben einen sehr guten dritten Platz mit 14% erreicht. Aber 32% fürs Rassemblement National, die schicken 31 Abgeordnete ins Europaparlament. Das ist extrem stark. Die werden dort ein Wörtchen mitzureden haben. Insgesamt aber ist diese Europawahl jetzt für Marine Le Pen und ihr Rassemblement National nur ein Etappensieg. Denn es geht darauf, oder es geht darum, den Élysée-Palast und somit das Präsidentenamt zu erobern. Das ist ja jetzt erst in 3 Jahren, aber hier hat Marine Le Pen gezeigt, dass die Partei starken Rückhalt in der französischen Bevölkerung hat. Und Emmanuel Macron, der sich ja selbst in diesen Europawahlkampf eingeschaltet hat, der wird sich jetzt in den kommenden Tagen einige sehr unangenehme Fragen stellen lassen müssen. Schon langsam mit den Zahlen, die Sie uns da präsentiert haben, lässt sich zusammenrechnen, wie stark die extreme Rechte im Europäischen Parlament wird. Rücken wir ein Land weiter, Ernst Gelex, zu Ihnen nach Budapest. Dort ist Ungarn natürlich weiterhin Orbán-Land im Wesentlichen. Aber interessanterweise ist dieser Trend, den wir jetzt gerade aus Deutschland und Frankreich gehört haben, nicht einfach fortzuschreiben. Und hier zeigt sich eine gegenteilige Entwicklung. Warum ist es in Ungarn nicht gelungen, den Rechten da so erfolgreich abzuschneiden? Ja, wir wissen es noch nicht. Es gibt weder Trends noch Prognosen in Ungarn. Wir müssen uns da bis 23 Uhr gedulden. Dann wird erst ein Ergebnis bekannt gegeben. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass die Wahlbeteiligung auf Rekordhoch ist. Fast 60% im Vergleich. Die EU-Wahl vor 5 Jahren, da gab es eine Wahlbeteiligung von 43%. Ob das jetzt eine hohe Wahlbeteiligung, ob die jetzt der Orbán-Partei Fidesz nutzt oder dem Politquereinsteiger, dem 43-jährigen Juristen Peter Madja, der in den letzten 4 Monaten wie ein Shootingstar hochgestiegen ist und der schärfste und härteste Kritiker der Orbán-Regierung ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass eine hohe Wahlbeteiligung für die Kleinparteien ein Problem ist, denn die haben Schwierigkeiten bei einer hohen Wahlbeteiligung, die 5%-Hürde für den Einzug ins Europaparlament zu nehmen. Wir müssen noch abwarten. Eines ist auch sicher, Ungarn bleibt rechts. Egal, ob jetzt Orbán gewinnt oder Peter Madja sehr gut abschneidet, 85% der Ungarinnen und Ungarn wählen rechts. Vielen Dank, Ernst Gelex, Cornelia Primosch und Andreas Pfeiffer für diese Live-Informationen aus Europas Hauptstädten, meine Damen und Herren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser kurzen Sondersendung zur EU-Wahl. Noch ist keine Trendprognose vorhanden, die uns zeigt, wie all diese nationalen Ergebnisse sich auf das gesamte Europäische Parlament auswirken werden, wie also die Fraktionen dort in neuer Stärke ihre Verteilung finden werden, aber möglicherweise werden wir das schon in der nächsten Sendung berichten können. Die ZIP 2 ist das. Sie beginnt heute um 22.08 Uhr. Ich verabschiede mich. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.